Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu meiner Tippabgabe bzw. einer Prognose zum vierten Spieltag der Bundesliga. Ihr fragt euch jetzt eventuell, Max, warum gibt es das nicht im gewohnten Format? Das wird normalerweise wieder kommen. Nur momentan gibt es bei mir ein paar Struggles und dementsprechend habe ich nicht die Zeit, das zu machen. Und dementsprechend muss ich es heute ein bisschen kürzer machen und muss es ein bisschen, im Endeffekt weniger professionell machen. Also normalerweise sind es einfach in dieser Vlog-Form. Ich hoffe trotzdem, euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es der Fall sein sollte. Checkt Born Football unten in der Videobeschreibung aus. Mein Sponsor für, beziehungsweise meine Partner-App, ja, für die neuesten Transfergerüchte, Live-Scores und natürlich auch Kaderinformationen. Dazu IGBolt 6% Rabatt auf eure Produkte mit dem Code BASGAMING.TV. Meine Social Media, Instagram und Twitter. Wir starten durch, Schalke gegen Bremen. Bremen mit dem Unentschieden gegen Hertha auf jeden Fall sehr gut bedient gewesen, beziehungsweise einen definitiv großen Schritt gemacht, denn auswärts in Berlin muss man erstmal einen Punkt holen und damit auch von den 0 Punkten weggekommen. Jetzt zu Hause nachlegen werden sie wollen. Schalke hat, nachdem sie ja auswärts in Hannover verloren haben, zu Hause souverän mehr oder weniger nach der ersten Halbzeit souverän 3-2-1 gegen Stuttgart gewonnen und ich denke, dass diese beiden Teams sich im Unentschieden oder als Remis trennen werden und zwar mit 1-1. Hab zwischenzeitlich auf einen Sieg für Schalke getippt, also in einer Tipprunde habe ich auf Schalke getippt und in einer anderen Tipprunde, die ernster ist, in der es um was geht, habe ich auch unentschieden getippt und deswegen sage ich das auch hier. Bayern gegen Mainz 05, braucht man nicht viel zu sagen. Mainz hat sich gerade ein bisschen erholt mit dem Sieg gegen Leverkusen, ist davor nicht gut gestartet. Bayern jetzt gegen Hoffenheim verloren und der Champions League glanzlos gegen Apoel gewonnen. Die werden pushen, nicht gegen Apoel, das ist Schwachsinn, die haben gegen Anderlecht gewonnen. Haben sie gegen Anderlecht gewonnen? Sie haben gegen Anderlecht gewonnen. Müssen jetzt aber glänzen in der Liga mehr oder weniger oder müssen auf jeden Fall nachlegen und dementsprechend gegen Mainz ein 3-0 für mich in meinen Augen für die Bayern. Stuttgart gegen Wolfsburg. Stuttgart, ja, mit einem recht guten Saisonstart eigentlich reingekommen in die Bundesliga, beziehungsweise zumindest halt eben mit dem Heimsieg gegen Mainz. Davor, der erste Spieltag war ja ein bisschen bitter in Berlin, jetzt zu auswärts auch verloren auf Schalke und als nächstes kommt der VfL Wolfsburg, die ja recht schlecht gestartet sind, dann sich erholt haben und jetzt zuletzt gegen Hannover unentschieden gespielt haben und ich glaube auch dieses Spiel wird unentschieden ausgehen. Die Davi gegen seinen Ex-Verein Stuttgart zu Hause, sehr, sehr stark, könnte auch ein Sieg für die Stuttgarter werden. Ich glaube nicht, dass es ein Sieg für Wolfsburg wird. Ich glaube entweder Sieg für Stuttgart oder unentschieden, aber ich bin auf dem unentschieden Trip und dementsprechend sage ich, dass dieses Spiel Remis ausgehen wird. Eintracht Frankfurt gegen Augsburg. Frankfurt mit einem für mich überraschenden Sieg gegen Gladbach zuletzt mit 1-0 durch Kevin Prinz Boateng. Hat da sehr, sehr viel gezeigt von dem, was sie am Potenzial haben, gerade in der Offensive mit Allee oder eben Boateng. Extrem klasse. Defensiv stehen sie solide, definitiv, haben guten Keeper hinten drin. Augsburg auf der anderen Seite gegen Köln sehr souveräne Potenzial auch gezeigt, gerade mit Alfred Wimburgerson vorne in der Sturmspitze. Das Ding ist, dass ich glaube, dass das gerade zu Hause auf jeden Fall einen Push geben kann und dass Köln dann einfach auch Laufkundschaft gerade ist in der Bundesliga oder war, weil die halt wirklich verunsichert sind bis zum Geht nicht mehr. Gerade spielt die Champions League, ich nehme das Video in der Pause auf und da sieht es besser aus. Vielleicht holen sie sich damit jetzt Champions League, Euro League, vielleicht holen sie sich damit Selbstvertrauen. Für Augsburg war gut, dass sie schon gegen die gespielt haben. Ich glaube trotzdem, gegen Frankfurt werden sie auswärts, aber Frankfurt, auch wenn sie das erste Heimspiel verloren haben gegen Wolfsburg, die werden jetzt gewinnen und zwar mit 1-0. Leipzig gegen Gladbach. Leipzig ja jetzt zuletzt am Wochenende mit einem Sieg gegen Hamburg in Hamburg. Das ist sehr, sehr beeindruckend, weil in Hamburg musst du erstmal gewinnen. In der Champions League auch mit einem so souveränen Resultat mit einem 1-1 gegen Monaco musst du auch erstmal machen. Und dann spielen sie wieder zu Hause. Und gerade zu Hause sind sie stark. Gladbach zuletzt mit der Heimniederlage gegen Frankfurt muss eigentlich auch kommen, muss pushen. Hat eigentlich, oder ist in der Pflicht, aber ich glaube, Leipzig ist zu Hause zu stark, deswegen 2-1 für RB. Hoffenheim gegen Hertha. Ja, Hoffenheim zuletzt mit einem 2-0 Heimerfolg gegen die Bayern. Jetzt spielen sie schon wieder zu Hause und das könnte ihnen in die Karten spielen. Haben wir jetzt in der Champions League leider Gott in der Euroleague? Leider Gott ist verkackt gegen Braga. Gegen Braga 1-2 verloren. Aber ich glaube, das wird sie nur noch mehr anspornen, gegen Berlin das Ganze besser zu machen. Die ja zuletzt unentschieden gespielt haben, gegen Bremen da einige Schwächen offenbart haben. Und Nagelsmann weiß, wie man die nutzen muss. Deswegen sage ich 2-1 für Hoffenheim. Genau das gleiche Ergebnis bei Leverkusen gegen Freiburg. Freiburg bisher mit einer guten Saison. Zuletzt das überraschende Unentschieden gegen Dortmund. Allerdings, einer der Neuzugänge direkt mal gesperrt. Und ich denke mal, der wird eigentlich wichtig werden die Saison. Ich glaube, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Rave, irgendwie sowas. Leverkusen zuletzt mit schlechten Resultaten, beziehungsweise durchwachsen zum Saisonbeginn und dann richtig bitter jetzt gegen Mainz. Die müssen kommen, die werden zu Hause kommen. Wie gesagt, 2-1. Und dann noch Dortmund gegen Köln. Köln in der Champions League, Euro League. Wie gesagt, gerade erfolgreich unterwegs. Vielleicht pushen sie sich da gerade Córdoba sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, Dortmund ist momentan zu gut in Form und gerade in Signal Iduna Park. Ich glaube, Köln bleibt tatsächlich leider bei 0 Punkten. Und ich glaube, das wird ein 3-1. Nee, 2-1 habe ich, glaube ich, wieder getippt. 2-1, wie alles immer bei mir, für den BVB. Tut mir leid, liebe Kölner. Ich mag euch ja. Ich mag die Kölner ja wirklich. Ich bin ja großer Sympathisant von Köln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auswärts einen Punkt holen in Dortmund.
Am besten wenig. Ich sehe übrigens gerade für den Bogas noch nicht sogar Torschützenkönig bisher. Geil. Gut, ja, soviel zum Thema Bundesliga. Jetzt kommen wir zu Hannover gegen HSV. Natürlich ein bisschen länger wieder. So, ich wollte ja morgen Abend eigentlich zum Spiel, ich fahre nicht hin. Das war aber schon länger klar, dass ich das nicht mache. Hannover zu Hause, bisher ungeschlagen in der Saison, ist Tabellenführer, beziehungsweise hat genauso viele Punkte wie der Spitzenreiter. Nur die Tordifferenz trennt uns. Das heißt, beim Anpfiff werden wir auf jeden Fall Spitzenreiter sein. Großes Ding für alle Hannoveraner. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal war. Ich glaube, noch nie. Also so gefühlt noch nie. Sehr, sehr interessante und sehr, sehr wichtige Partie, weil es ist ein Heimderby. Ja, es ist ja Freundschaftsderby, klar, aber es ist trotzdem Nordduell halt eben. Hamburg ist relativ gut reingekommen in die Saison mit 2 Siegen, jetzt zuletzt gegen Leipzig verloren, alte Schwächen offenbart, aber auch offensiv gezeigt, was sie können. Hannover gerade auswärts gegen Wolfsburg mit einer sehr starken Vorstellung, hätte natürlich auch verlieren können, hätte aber auch gewinnen können, gerade am Ende nochmal mit der dicken Chance von Karaman bzw. Hanek. Sie haben gezeigt, dass sie in der Summe oder in der Breite gut aufgestellt sind. Ein Schwegler, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Kaders, ist ausgefallen und sie haben es trotzdem geschafft, den mit Schmiedebach zu ersetzen und Bakalorz und Anton im Mittelfeld. Ich sehe da momentan sehr, sehr viel Potenzial bei Hannover 96 und ich glaube, dass sie auch dieses Spiel nicht verlieren werden. Ich denke, dass mit Jonas, also mit allen Transfers, die wir gemacht haben, mit Jonas und so weiter und so fort, einfach viel, sehr viel Qualität dazu bekommen haben. Und ich hoffe, dass sich das auszahlen wird und ich hoffe, dass wir zu Hause gewinnen. Ich habe bisher jedes Mal auf 96 unentschieden getippt. Einmal war es richtig, jetzt gegen Wolfsburg, da war es ja genau das richtige Ergebnis bei 1:1. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir morgen Abend gewinnen werden gegen Hamburg mit 2:1. Hey, Überraschung. Es wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Ich kann mir auch ein Unentschieden vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, auch wenn ich das ungerne sage, dass Hamburg gewinnt. Ich will natürlich nie, dass Hannover verliert, deswegen ungerne. Ich will das natürlich nicht, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Es wird mega spannend. Ich sage, Hannover gewinnt 2:1. Und damit wäre Breitenreiter weiter ungeschlagen. Natürlich aber das zweite Gegentor, was schade wäre für Czauny. Vielleicht gewinnen wir auch 1:0. Eigentlich sogar realistischer, weil wir sind defensiv so kompakt und offensiv nicht so stark. Aber ich sage, wir gewinnen. Ich sage, wir gewinnen und wir werden dementsprechend bis Sonntag Tabellenführer sein. Ja, bis Sonntag werden wir Tabellenführer sein. Wäre geil und wäre vor allem so immens wichtig für den Abstiegskampf, weil mehr ist es nicht. Hannover spielt im Abstiegskampf. Vollkommen egal, ob wir Mainz geschlagen haben, Schalke geschlagen haben, 2 wichtige Gegner, extra, Bonuspunkte. Wolfsburg unentschieden, Bonuspunkte, hätte man vielleicht auswärts auch nicht gedacht. Das Spiel gegen Hamburg ist ein Feind auf Augenhöhe. Jetzt, das ist ein richtig wichtiges Spiel, das müssen wir gewinnen, da müssen wir pushen. Und da müssen wir jetzt die Punkte holen, weil das sind sonst am Ende verlorene Punkte. Die gewonnenen aus den ersten 3 Spielen, vollkommen egal, wegstecken, wegpacken, egal, kämpfen bis zum geht nicht mehr und irgendwie gegen Hamburg gewinnen. Weil wie gesagt, die 7 Punkte, die sind am Ende Bonus. Wir müssen diese Punkte jetzt holen, um irgendwie auf 40 zu kommen. Gegen die direkten Konkurrenten. Unglaublich wichtiges Spiel. Vollkommen egal, wo wir jetzt gerade stehen. Die Saison ist noch jung. Für Hamburg genauso wichtiges Spiel. Ganz, ganz spannend. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, ja, auscheck. Ich lasse einen Daumen nach oben da. Alles Mögliche, ich bin verpeilt. Ich fliege morgen nach Hause. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute für euch fliege ich nach Hause. Bin ich nach Hause geflogen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Ne? Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Und ciao.